good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGaming TV ist Video und herzlich willkommen zu einem Video zum Team of the Year. Kurz vor dem Team of the Year bringe ich nochmal kurz ein Video raus, was auch nicht allzu lange gehen wird, denke ich. Das Team of the Year kommt ja so, ich weiß nicht, wann ihr es vorstellen werden, auf Eurosport oder Sky. 19 Uhr, 20 Uhr oder 21 Uhr bin ich mir nicht sicher, aber um den Dreh so 19 Uhr bis 21 Uhr, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe auch erste Infos mitbekommen, gesehen, Bilder und so weiter, wie das Team of the Year aussehen wird. Wahrscheinlich nicht zu 100%, aber so zu ja, 50-60%. Ist halt eine Vermutung, eine Info halt. Und ja, jetzt im Hintergrund seht ihr das Team, was ich zugeschickt bekommen habe oder was ich halt gesehen habe von anderen YouTubern und in anderen Forum von FIFA 15 Ultimate Team. Ja, eigentlich muss ich dazu nicht viel sagen, dass den Angriff habe ich selbst prognosiert oder wie man das auch nennen will. Den habe ich ja selbst, finde ich auch, ja gut, dass die drei Angriffer da sind, Ronaldo, Messi und Robben. Im Mittelfeld, Kroos und Di Maria sind berechtigt, Nesta überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht berechtigt, überhaupt nichts geleistet. Muss man einfach so klar sagen, im Gegensatz zu Modric. Modric war deutlich besser. Oder Bastian Schweinsteiger, Weltmeister mit Bayern, sehr viel geholt. War zwar in den letzten Wochen verletzt, aber bei der WM war einfach unverzichtbar für die deutsche Mannschaft und davor für Bayern ebenfalls. Da müsste eigentlich Bastian Schweinsteiger, James Rodriguez oder Modric oder Yaya Touré hin, aber überhaupt hundertprozentig nicht Iniesta. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Das haben auch viele in die Kommentare geschrieben von den anderen YouTuber. In der Abwehr, ja, Ramos, Neuer und Lahm sind zu hundertprozentig, wie soll man das nennen, zu hundertprozentig, ja, die sind zu hundertprozentig halt, dass sie halt gut gespielt haben. Ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Sorry dafür, aber ihr wisst schon, was ich meine, genauso wie Kroos und die Maria meine ich zu hundertprozentig halt fair dabei, genau so. Die haben sich das verdient, jetzt habe ich es. Aber David Luiz und Thiago Silva, keine Ahnung, was die da drin machen, hat FIFA, keine Ahnung. Waren besoffen, als sie das gemacht haben, den Rest auch zugefügt haben. Es haben viele in die Kommentare geschrieben, Alaba fehlt, Iniesta und David Luiz wäre unverdient. Iniesta, David Luiz und Thiago Silva würde ich nicht verstehen. Warte, ich gebe mal auf weitere Kommentare. Hat einer geschrieben, nie im Leben. David Luiz, nein, das Team ist Quatsch. Zu krass, will alle haben. Ja, also die Spieler sind schon krass, Thiago Silva und Thiago Silva, David Luiz, beide von Paris Saint-Germain, wenn man die beiden in der Innenverteidigung hat, Alter. Aber man muss dazu sagen, keine Ahnung, Jerome Boateng, ja, der hat doch viel mehr gemacht. Weltmeister, deutsche Bundesliga gewonnen, DFB-Pokalsieger, das sind drei Titel, die hundertprozentig mehr wert sind als so ein französischer Meistertitel. Paris Saint-Germain wurde Meister, ja, ja. Bin ich schon sicher. Da ist die Bundesliga noch meiner Meinung nach der Titel mehr wert, als die Ligue 1 zu gewinnen. Also drei Spieler sind dabei, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Iniesta, ja, ist schon ein guter Spieler, aber ich finde Yaya Touré oder Modric, Schweinsteiger und James Rodriguez, na, meiner Meinung auch nicht so, aber ich würde mal sagen, Schweinsteiger, Yaya Touré haben das zu 100% mehr verdient als Iniesta. Für David Luiz würde ich zum Beispiel Alaba nehmen oder Marcelo. Die beiden hätten das deutlich mehr verdient als David Luiz. Thiago Silva, ja, okay, ist ein Bombeninnenverteidiger, genauso wie David Luiz. Aber da finde ich Jerome Boateng, David Alaba und im Mittelfeld würde ich jetzt eiskalt sagen, Schweinsteiger oder Yaya Touré viel besser. Wollte ich euch nochmal kurz zur Info sagen. Das Team ist nicht zu hundertprozentig fertig, ist halt nur eine Info, so eine Prognose, aber es kann möglich sein, sind natürlich alles geile Spieler, keine Frage, will jetzt keinen irgendwie niedermachen oder negativ sehen, sind alles Top-Spieler, aber meiner Meinung nach haben das drei oder vier Spieler mehr verdient. Ja, wie schon gesagt, für David Luiz, Thiago Silva und Iniesta hätten es drei andere Spieler mehr verdient, aber ist halt meiner Meinung jedem seins. Schreibt gerne in die Kommentare nochmal schnell vor dem Team of the Year, was ihr so darüber denkt. Und dann bin ich raus. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Haut rein.
lasst gerne einen Daumen nach oben da und ciao.